So, also, jetzt befinden wir uns hier in der Halle und wenn ich das da oben sehe, muss ich ja ehrlich sagen, das Fernsehen täuscht. Also im Fernsehen sieht ja so eine Bahn immer irgendwie relativ einfach aus zu fahren. Aber wenn die hier so oben sind, glaube ich, braucht man schon eine ganz gute Geschwindigkeit, damit man nicht einfach nur runterrutscht. Lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube, so in Jeans und Stiefeln wird es nicht gehen, also ziehen wir uns mal um. Die BM-Tester sind heute im Velodrom. In wenigen Tagen startet hier das 104. Berliner Sechstagerennen. Wir haben dieses zum Anlass genutzt, einmal zu testen, wie es für einen normalen Radfahrer ist, auf einer solchen Bahn seine Runden zu drehen. Und wir versuchen irgendwie gesund und munter zu bleiben. Wir starten jetzt einfach mal und los geht's. Ja. Mein Gast an meiner Seite ist Werner Otto, zweifacher Weltmeister und Olympiasieger in München 1976 im Tandem natürlich. Im Tandem natürlich. Sie sind heute derjenige, der mir hier die guten Tipps gibt, der mich anlernt. Worauf muss ich achten? Ja, nun gut. Also ich hoffe zuallererst, dass Sie eine gute Form mitgebracht haben, dass Sie auch in der Lage sind, sagen wir mal, eine gewisse Grundgeschwindigkeit zu beherrschen. Wer zu langsam fährt, rutscht runter, was man ja nicht will. Den bestraft die Bahn. Den bestraft die Bahn. Und bei Holz kann man sich schon mal einen Schiefer einziehen. Also das ist eigentlich so kompliziert. Ja. Das ist so brutal steil, wenn ich hier dran vorbeifahre. So. Sogenannte Bahngewöhnung war das. Okay, jetzt bin ich fit. Man muss einfach sagen, das ist der Hammer, wenn man auf so einem Rad sitzt und wenn man das erste Mal irgendwie in diese Kurven geht. Ist das wirklich wie freier Fall oder wie im Flieger, der plötzlich im Luftloch hängt und es geht einfach nach unten? Und mit Werner habe ich das ja sozusagen so geschafft, dass ich wirklich mir nicht in die Hosen gemacht habe. Wenn ich das alleine mache, bin ich wirklich mal gespannt, was dann passiert. Aber wir sehen es gleich. So, jetzt gehe ich auf Schwarz. Okay, bisschen Druck. Ja, ja. Ja. Mache ich nicht. Okay. It's flight time. So Werner, du warst ein guter Lehrer, ich habe viel von dir gelernt, jetzt geht's um alles, jetzt fordere ich dich zu einem Rennen raus. Drei Runden, der Bessere möge gewinnen, Hals- und Beinbruch. Sprintdistanz. Sprintdistanz, genau, auf geht's. Was sagt man, wenn so ein Rennen losgeht? Auf die Plätze. Ah, oh, okay, fertig und los. Ah, Mann. Werner! Der Werner hängt mich ab! Ja! Ja! Eine noch! Und ja! Aber du musst als Weltmeister heute, als Weltmeisterbesieger, auch mit dem Weltmeistertrikot geehrt werden. Okay. Extra für dich mitgebracht. Ist auch passend. Okay. Die sportliche Figur. Und hinein. Weltmeister, Olympiasieger, Besieger, das ist schon ein schöner Titel. Werner, vielen Dank. 2 Stunden Bahnradfahren, schnell vergeht die Zeit. Es war großartig, Weltmeister geworden innerhalb von 2 Stunden, kann auch nicht jeder von sich behaupten. Nein, ganz tolle Erfahrung. Leider Gottes nicht für jeden Radsportler möglich, diese zu machen, weil einfach die Hallenzeiten zu kostbar sind. Ich glaube aber, eine gute Alternative wird das 104. Berliner Sechstagerennen sein, was am Donnerstag startet. Man sieht diese Wahnsinnsgeschwindigkeit, unglaubliche Dynamik und sicherlich wird es irgendwie ein großes sportliches Event, sowie auch eine große Party. Viel Spaß. Ja, bleib einfach da, ich gehe zurück. Steil. Auf geht's. Steil, sehr, sehr steil.